Ja, grüß Gott, Madel und Burm, hier ist wieder der Peter vom Barbecue Altberlach im schönen Dorset in England, Englandreise 2018. Und wir haben was Wunderbares gemacht. Steakröllchen mit Balsamico-Sirup, gefüllt mit schönem Gemüse auf Rucola und Brunnenkresse. Saugut. Und wie wir das gemacht haben, schauen wir uns jetzt miteinander an, oder? Let's go! Ja, was brauchen wir jetzt für unsere Steakröllchen? Wir haben leider einen Wind, ich hoffe, das kann man trotzdem alles gut hören. Und ansonsten brauchen wir folgende Zutaten. Rindersteaks. Haben wir hier dünne Beefsteaks schneiden lassen. Dann geht es hier drüben weiter mit braunem Zucker, roter Wein, Balsamico, eine Zucchini, ein Zucchino praktisch, zwei Paprikaschoten, zwei Zweigerl Rosmarin, ein Zwiebel, da unten haben wir zwei Knoblauchzehen, schwarzen Pfeffer, Salz, Olivenöl. Da haben wir ein bisschen Gemüse, eine Gemüse-Netzsalat. Und zwar ist es Rucola und Brunnenkresse. Und das Ganze heißt ja Steakröllchen mit Balsamico-Sirup. Deswegen machen wir jetzt einen Balsamico-Sirup. Und jetzt stehen wir am Bräuli und ich habe hier einen Topf. Da ist drin Olivenöl, Knoblauch und die Hälfte vom Rosmarin. Das ist ein spezieller Soßentopf. Ich stelle jetzt einfach hier auf meine Fläche, auf meinen Brenner. Nochmal schnell dazwischen. Da habe ich 100 Milliliter Rotwein und 100 Milliliter, das ist ein Wort, und 100 Milliliter Balsamico gemischt. Und hier drüben wartet der braune Zucker auf seinen Einsatz. Wir rühren jetzt hier ein bisschen rum. Das hier ein bisschen anschmurgeln. Ja, wie wir beim Campen müssen wir so ein bisschen improvisieren und organisieren. Seitenkochstelle haben wir nicht. Aber das haben wir jetzt schon mehrmals gemacht. Es geht wunderbar auf dem Brenner, wenn man den Rost rausnimmt. Während das langsam vor sich hin brutzelt, haben wir schon mal die Paprika geschnitten in Viertel. Die Zucchini in, ja, so, das war's, die dickste. Eigentlich sollten so dünne Scheiben sein. Und den Zwiebel halbiert. Den haben wir nebenbei schon so ein bisschen angrillen. Und inzwischen schmurgelt unser Knofi auch schon vor sich hin. Also, ich finde es immer wieder fantastisch, wie das geht. Also, die helleren Fruchtsorten, Gemüsesorten habe ich jetzt oben. Zwiebel und Paprika. Rest lege ich nach unten auf den Rost. Und fange dann mal hinten mit den roten Paprika an. Gefolgt von den Zucchini. Die werden wir einfach nur angrillen. So, jetzt haben wir unsere Gemüse alle drauf. Und hier löschen wir ein bisschen mit Rotwein und Balsamico ab. Dann geben wir unseren Zucker rein, 4 Esslöffel. Genauen Angaben wie immer im Rezept unten in der Infobox unter Video. Rühren wir jetzt ein und das lassen wir jetzt einmal aufkochen. Riecht schon gut, gell? Da machen wir jetzt einfach einen Deckel zu. Kann das alles so in Ruhe vor sich hin brutzeln. Der Sirup soll, wie der Name schon sagt, so eine sirupartige Konsistenz kriegen. Also den lassen wir jetzt aufkochen. Dann werden wir die Hitze ein bisschen runter und lassen ihn nochmal 10 Minuten, Viertelstunde köcheln, bis wir uns den Sirup haben. 3-4 Minuten ins Land gegangen. Man hört so leicht das Gesprutzel und so. Schauen wir mal. Aufgekocht, sehr gut. Das heißt, den drehen wir jetzt runter. Und der soll ja bloß noch köcheln. Was macht unser Gemüse? Da drüben. Wer heiß lieben kann, gell? Ah ja, wunderbar. Ha, doch ein bisschen heiß, gell? Aber so ist der Grill. Ja, soll schön angegrillt sein und ja, ein bisschen weicher werden. Wir werden es dann so antipastimäßig ein bisschen in Olivenöl einlegen. Zeige ich euch dann. Ja, 5 Minuten sind ins Land gegangen und wir schauen einmal erst einmal unseren Sirup. Ja, das passt schon. Da ist noch kein Hauer auf dem Weg dorthin. Dann drehen wir mal hier unser Gemüse ein bisschen um. Jawohl. Jetzt passt die Zwiebeln vorher mal runter. Ich glaube, die brauchen einfach mehr Bums. Ja, drehen wir um und dann grillen wir weiter. 5 bis 10 Minuten. Ja, Zwiebeln auch hier so in ihrer eigenen Schale sozusagen.
Da oben die Jungs noch. Deckel zu. Drüben köchelt schön gemütlich unser Sirup, unsere Soße. Und hier das Gemüse. Und die Jungs dürfen darüber, weil das ein bisschen mehr Dampf. Oder? Ja. Asyl. Klappe zu. 5 Minuten, der nächste Check. Ich stelle mir gleich einen Wecker. Nach 5 Minuten haben wir hier schon einige von den dünnen Stücken, die wir raus da können. Die sind gut durch. Wir machen jetzt so eine Art Antipasti, da dürfen die auch ruhig so ausschauen. Zwiebeln lassen wir noch ein bisschen. Und die Paprika drehen wir nochmal um. Dann haben wir gleichzeitig mal nach unserem Sirup, was meinst du? Ja, ein bisschen können, oder? Ein paar Minütchen. Da drehen wir jetzt ein bisschen Olivenöl drauf. Salz und Pfeffer. Uah, dann schmeißen wir einen Deckel rein natürlich. Soll ich das rausschneiden oder drin lassen? Lassen wir drin, sind wir hart im Nehmen. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer oder andersrum. Also, geht's. Machen wir jetzt Salz. Also, ich habe jetzt zuerst das Salz gemacht und das ist jetzt der Pfeffer. Du musst die nur irgendwie rausreden, wenn du den Schwamm baut hast. Mutter hätte gesagt, du bist der alte Schmacher. Vor allem, ich gerade wieder von einer Webs attackiert. Mistviecher. Siehst du jetzt dann jetzt hier einfach so ein bisschen durchwirbeln und schauen, wann das andere kommt. Den ist ich, der ist so dunkel. Mhm. Da haben wir ein bisschen was drauf. Das wird ja dann die Füllung fürs Steak, also für unser Röllchen. Und da haben wir es dann nur mal ein bisschen. Warum hast du da rumgedrückt? Um sicher zu sein, dass die Nase scharf ist und nicht die Blätter im Hintergrund. Fangen wir mal an. Nee, red halt einfach weiter. Um sicher zu sein, dass. Jetzt hast du mich da. Ey, wurscht. Also, jetzt dann also ein bisschen durchwirbeln. Und warten darauf, dass die anderen Genüsse und Gemüse auch so weit sind. So, jetzt haben wir unsere Zwiebeln, beziehungsweise haben wir schon runtergeholt, die nehmen wir jetzt einfach damit rein. Unsere Paprika auch. Ihr braucht jetzt gar Angst haben, dass die so schwarz sind. Ihr seht schon, das löst sich hier. Das ziehe ich noch schnell ab. Und dann haben wir hier wunderbar süße Paprika. Unser Sirup, was macht der? Ich glaube, es langt, oder? Den lassen wir jetzt so, den nehmen wir auch raus. Also ich ziehe jetzt von den Paprika die schwarzen Häute ab und dann machen wir weiter. Jetzt habe ich unsere Paprika von gröbsten Strünken und so weiter befreit. Ihr könnt es auch daheim machen, indem ihr die einfach als ein Ganzes macht und dann in einen Topf tut mit einem Deckel drauf. Und dann nochmal warte, dass die ein bisschen dampfen und dann kann man die gesamte Haut abziehen. Die Zeit und den Topf, das habe ich hier am Camping, weiß nicht. Ich schneide die jetzt hier so ein bisschen, das ganze Gemüse in Streifen. Oder auch in kleinere Streifen nochmal, irgendwie so. Weil damit füllen wir jetzt dann die Steaks. Also, haue jetzt alles irgendwie zusammen. Zwiebeln auch und so weiter. Also, wie es mir gerade einfällt. Ich habe jetzt hier in so länglichere Streifen gemacht. Die mache ich jetzt in was weiß ich. Andere Streifen. Also ihr seht vor mir hier in den letzten Zügen. Das ganze geschnippelte Gemüse. Wenn ihr da vorne schaut, habe ich schon mal den Rosmarin, den zweiten Zweig, auch klein gemacht. Das kommt jetzt da alles da rein. Ich habe es zwischendurch ein bisschen gesalzen und gepfeffert. Ich habe leider nicht daran gedacht, dass ich die Videokamera brauche dazu, aber ihr müsst es mir glauben. So, schaut her. Jetzt haben wir doch hier eine wunderbare Füllung für unsere Steakröllchen. Brettel sauber machen, Steaks rollen. Und schon habe ich eins für unsere Steaks vor mir. Und tue jetzt einmal ein bisschen eine Füllung rein. Ich tue jetzt gar nicht mehr würzen, weil die Salz, Pfeffer und so weiter ist ja da im Gemüse drin. Ich kämpfe hier gerade noch so ein bisschen mit der Küchenrolle. Ja. Und dann rollen wir es eigentlich auf wie so eine Roulade. Machen wir so.
Mal so schauen, dass die Füllung da reingeht. Und was rauskommt, kommt ins nächste rein. Das fixieren wir jetzt mit einem Spieß. Also auch wenn hier sowas aufgeht, das kriegen wir noch hin. Das fixieren wir hier einmal dadurch. Und einmal, also wir ruhig da hinten noch so ein bisschen einen Verschluss bauen. Dadurch. So dass wir halt ein schönes Röllchen haben. Jetzt habe ich 8 vor mir. Ja, habe ich gerade so großspurig gesagt. Da gehen wir noch Antipasti essen, ja, Pfiffgas. Alles weg. Letzte Rolle, also ihr seht, die sind mal so, mal so, mal so. Ein paar waren, da war hier so ein Stück Fleisch irgendwie an einer Sehne, hat sich ein bisschen gelöst, aber das macht nichts. Zum letzten Mal nochmal das große Vergnügen. Aufrollen. Und irgendwie zusammenfutzeln. Und jetzt bleibt nur noch eins, grillen. Ich habe alle Brenner so auf halbem Rohr. Habe es ein bisschen eingesprüht mit. Jetzt hätte ich beinahe wieder Kontaktspray gesagt. Aus der Phase bin ich eigentlich raus. Mit Trennspray. Schauen wir mal, ui, da löst sich ein bisschen. Und doch ein bisschen mürber, als ich gedacht hätte. Aber wir kriegen das hin. Also, da sind sie alle. Deckel zu, ein paar Minuten grillen lassen. Ist gleich durch, gell? Die Brenner habe ich alle so bei halber Kraft. Deckelthermometer 250 Grad. Waren jetzt ungefähr 2, maximal 3 Minuten drauf. Jetzt möchte ich es wenden, weil das sind ja ganz dünne Steaks. Entschuldigung, da ist gerade ein Taxi vorgefahren. Ja, eben nichts. Dreh um. Auf geht's. Ja, also. Macht denn da ein Taxi? Jetzt drehen wir hier so einmal um. Schaut gut aus, oder? Nimm hier meinen Spatel, weil da kann ich ein bisschen besser von der Fläche her arbeiten. Oh, und unser letzter Stickel. Einmal rüber. Und nochmal so 2 Minuten, oder? Maximal. Dann die dritte Seite bräunen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ich habe jetzt total durcheinander gebracht, das Taxi. Also ihr müsst sehen, schwenkt da einmal rum. Das ist ja hier eine Farm mit 5 Campingplatz, also mit 5 Stellplätzen. Und das ist doch etwas ungewöhnlich, dass da ein Taxi vorbeifährt. Da ist gestanden, gell? Wo du gerade hinfilmst. Ja, aber mit dem Inhalt des Taxis auch noch kurz gesprochen. Lovely lady. Wir drehen wieder. Also ich würde sagen, den da einmal zurück. Also einfach auf die Stellen, wo noch nichts war. Zum Beispiel auf die hier. Weil ich möchte es eigentlich nicht overgucken, wie der Engländer sagt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie lauter graue Sachen haben. Aber es passt schon so, oder? Was sagst du? Nice. Und jetzt lassen wir es nochmal so maximal 2-3 Minuten drin und dann gehen wir essen. Hab gerade mal getestet. Es ist nicht kalt. Wir sind in England, es regnet nicht. Wir haben 32 Grad heute Nacht. Heute Tag sind wir gehabt. Und nachts haben wir immer so um die angenehme 18 Grad. So viel zur aktuellen Hitzewelle in Deutschland. Und weitere 2 Minuten vergangen. Und raus die Ottos. Meinst du, hörst du alle Otto? Oder was sind die Leute? Jetzt ist gleich mal die Unterseite auch. Habe ich extra so gemacht. Die Boys werden wir jetzt von ihren Spießen befreien und dann richten wir sie auf einem schönen Salatbeet an. Was haben wir? Rucola und Brunnenkresse. Und unser Sirup kommt dann auch wieder ins Spiel. Ich kann jetzt einfach nicht anders. Ich muss jetzt einen anschneiden. Die anderen, also ihr seht, wir haben sie befreit. Ich schneide jetzt da einfach mal so quer hindurch. Und, wie schaut es aus? Gut, oder? Ja gut, bei so dünnen Steaks geht es natürlich schnell, dass die durch werden. Ist aber hier gar kein Problem, weil wir eine wunderbare Füllung haben. Mm.
ziemlich geil. Und jetzt riecht man es aber noch an, weil da fehlt ja der Sirup noch. Und dann habe ich unseren Sirup, der gleichzeitig als Soße und quasi als Dressing dient. Nehmen wir hier ein bisschen drüber, oder? Ein bisschen. Und dann haben wir sie fertig. Ja, und so schaut es aus, wenn es angerichtet ist und wunderbar vor mir liegt. Unsere Seegröllchen mit Balsamico-Sirup. Muss essen gehen. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk. Ihr habt es ja gesehen, wir haben Rotwein im Essen, also im Sirup. Und das war der hier. Der Sangre de Toro von Miguel Torres. Sehr guter spanischer Wein. Liegt immer so zwischen 6 und 8 Euro. Probier nochmal. Richtig schöner Süffelwein so abends auf der Terrasse und auf die, was gibt's in Spanien? Aufs Meer schauen. Oder in Dorset sitzen und auf die schönen Hecken schauen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar sehr freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr da unten auf Bild oder Logo drückt, meinen Kanal abonniert und nichts mehr versäumt. Da ist noch so eine Glocke, da müsst ihr auch drauf drücken. Dann kommt immer eine E-Mail, wenn es neue Filme gibt.